Die Biogasbranche hat sich 2013 in Leipzig getroffen. Kurz zuvor hat Peter Altmaier, der Bundesumweltminister, seine neuen Pläne zur EEG-Reform vorgestellt. Das hat die Stimmung zwar etwas gedämpft, aber trotzdem wurden hier sehr wichtige Themen und Weichen für die Zukunft gestellt. Eines der Top-Themen auf der Messe und wird es auch in Zukunft in den kommenden Jahren sein, ist das Thema Repowering. Hier wurden Fragen erläutert, wann lohnt sich der Austausch etwa eines BHKWs, ab wie viel Betriebsstunden und was muss ich beachten bei der Genehmigung? Das sind die wichtigen Fragen, die die Branche beschäftigt. Klar, ein neues BHKW hat Vorteile, weil es einen höheren Wirkungsgrad hat. Aber ob es sich wirklich lohnt, muss man im Einzelfall entscheiden. Zudem kommen Fragen auf mit dem Thema Genehmigung. Denn im Moment ist es so, dass viele Behörden sich dagegen sträuben und es immer noch nicht sicher ist, wie es mit dem Anlagenbegriff auf sich hat, wenn man nun sein altes BHKW gegen ein neues, leistungsstärkeres BHKW tauscht. Die Fachtagung Biogas in Leipzig hat auch gezeigt, dass neben vielen technischen Themen, die hier diskutiert worden sind, auch die Akzeptanzen der Gesellschaft die Branche weiter beschäftigen wird. Im Moment hat man so das Gefühl, dass es in der Bevölkerung das Thema Biogas nicht besonders beliebt ist. Aber hier wurden natürlich auch Fragen erörtert, wie man es schafft, wieder aus diesem negativen Image herauszukommen. Eine Möglichkeit, um das zu schaffen, könnte die Flexibilität der Biogasanlagen sein. Denn flexible Biogasanlagen, die durch ihre Regelbarkeit es schaffen, die Netze zu entlasten und dadurch Wind- und Solarstrom nicht überflüssig machen, sorgen zudem dafür, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft weiter steigt. So hofft man zumindest. Ein Dauerbrenner für Biogasakteure und für Betreiber ist nach wie vor die Nutzung der Wärme. Hier hat sich herauskristallisiert, dass in den kommenden Jahren die Gärrestrocknung eine große Rolle spielen wird. Zum einen hilft es in Regionen, wo sehr viel Tierproduktion stattfindet, die Nährstoffe sinnvoll zu nutzen. Und zum anderen hilft es natürlich dem Landwirt, der die Wärme seiner Biogasanlage nutzen muss, hier ein sinnvolles Konzept einsetzen zu können. Die Messe in Leipzig hat gezeigt, aktuell könnte die Stimmung in der Biogasbranche besser sein. Die Politik trägt mit ihren Vorschlägen auch nicht gerade dazu bei, dass sich die Stimmung weiter aufhält. Aber man sollte trotzdem optimistisch bleiben. Denn Biogas ist ein Multitalent und in den kommenden Jahren werden noch viele Geschäftsmodelle entstehen, die diesem Aspekt gerecht werden.